Ich rede von Animal Peace, so heißt diese Gruppe, eine Gruppe von Tierschützern, die sich nicht alltäglicher Mittel bedienen, wenn es darum geht, das Leben der Tiere zu schützen und auch diese Tiere eben mit Würde zu behandeln. In Windeck, wie gesagt, an der Sieg, arbeitet so eine Gruppe. Das Bundesinnenministerium in Bonn war heute Morgen Ziel einer Aktion von Tierschützern. Blut für Innenminister Kanter. Symbolisch kippten Mitglieder der Tierrechtsinitiative Animal Peace eine rote Flüssigkeit vor dem Ministerium ab. Die Demonstranten protestierten gegen die geplanten Tierversuche für den Katastrophenschutz. Dafür sollen Tiere radioaktiv bestrahlt und Kampfgase an ihnen getestet werden. Mit Protestaktionen wie dieser richten sich die Tierrechtler gegen die Ausbeutung von Tieren weltweit. Gegen Tierversuche für die medizinische Forschung und Kosmetika. Gegen Menschen, die Tiere als Ware missbrauchen und sie in Tiertransportern grausam quälen. Um die Aktionen vorzubereiten, kommen Tierrechtler aus der ganzen Bundesrepublik nach Windeck an der Sieg. Hier werden die meist spektakulären Proteste geplant, werden Plakate gemalt und das Blut für die Aktionen vor dem Innenministerium zusammengerührt. Ich meine, das Tier hat ein Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit, auf Würde, auf eine vom Menschen nicht manipulierte Existenz haben, auch auf Selbstbestimmung. Und danach richte ich mein Leben aus und versuche, die Grundrechte der Tiere durchzusetzen. Natürlich ist Fleisch in jeder Form vom Mittagstisch verbannt. Auch Tierprodukte wie Milch, Käse, Eier und Honig sind tabu. Rein vegetarisch lebt auch der Hund. Ich habe Tiere lieb. Ich bin Tierschützer, bezeichne Tiere als meine Freunde und dann kann ich sie einfach nicht essen. Also ich esse kein Fleisch, weil ich der Meinung bin, dass Menschen einfach kein Recht haben, Tiere zu töten oder zu essen. Ich esse kein Fleisch, weil Fleisch Mord ist. Den größten Teil ihrer Zeit verbringen die beiden festangestellten Tierrechtler von Animal Peace jedoch im Büro. Hier entwerfen sie Flugblätter, schreiben die Mitgliederzeitung und machen die Buchhaltung für den 4000 Mitglieder starken Verein. Rund 30.000 Mark kommen aus Beiträgen und Spenden monatlich in die Kassen von Animal Peace. Die Protestaktionen verschlingen einen Großteil dieser Summe. Das Vereinshaus der Tierrechtler steht aber nur denen offen, die auch für ihre Sache kämpfen. Wenn jemand mit Wurstsemmel ankommen würde, der würde hochkant rausgeschmissen werden. Das ist natürlich selbstverständlich. Die haben Hausverbot bei uns. Aber in einem Restaurant, Gott, man kann ihn leider nicht das Schnitzel wegnehmen und beerdigen, aber was wir halt machen, dass wir die Leute auch oft ansprechen oder ein bisschen Satire bringen und sagen, oh, hier riecht es nach Verwesung und die Leute mal ein bisschen, also durch ein lautes Gespräch, dass die Leute mitbekommen, darauf hinweisen, was sie hier eigentlich tun. Und manchmal wirkt es. Mit 24 Katzen und einem Hund teilen die aktiven Tierschützer ihr Schlafzimmer, Bad und Küche. Sie versuchen, auch das zu leben, für das sie kämpfen. Eine Welt, in der die Menschen zusammen mit den Tieren in Frieden leben. Sich Dinge aus